Ja, Handstandhebel sollte mit 1,5 Schrauben. Schwierigkeitsgrad 3,2. Windverhältnis wird sehr gut. Und im Vorkampf ist er ganz gut gelungen. Jetzt fehlt noch das Rausdrücken. Zog so ganz kleines bisschen in den Turm hinein. Die Flugkurve hat nicht ganz gestimmt. Dann wird es schwierig, dass man die Beine wirklich wieder so nach oben bekommt, dass der Sprung dann auch nahezu senkrecht auf dem Wasser stehen kann. Schade, 666 hier in diese, geht in die Wertung ein. Gut, aber wir haben es auch im Vorkampf gesehen, zum Ende wird abgerechnet. Auch die Konkurrenz kann noch Fehler machen und man selbst kann auch noch 3 sehr gute Sprünge hier zeigen. So ist es, Laura Marino. Ebenfalls ein Handstandsprung, Handstand, Doppelsalto, vorwärts gehechtet. Schnell, weil diese Fragen immer wieder kommen. Man kann in den Handstand gehen, wie man will. Es soll nur flüssig und zügig sein. Das ist eine schöne Variante. Kein langes Rumzittern dort oben und dann sauber eingetaucht. Gut. Also ich finde, es hätte gut getan, er hätte vielleicht ein kleines bisschen länger noch im Handstand stehen können. Also es ging zwar jetzt keine 6,5 hier ein, aber da die beiden Kampfrichter, die hier 6,5 geben, den war es wahrscheinlich nicht deutlich genug fixiert. Oh, es war doch deutlich zu sehen, dass sie im Handstand war, weil sie war nicht im Kopfstand. Sie im Handstand, aber du musst den Handstand stehen. Sicher fixieren, heißt es. Und sonst könnte man quasi auch mit einem Handstandüberschlag rausgehen. Ja, und das darfst du schon mal gar nicht. Das könnte, würde aber die Beschleunigung um die Körperbreitenachse, das würde helfen. Ja, und dann würden die alle Kampfrichter da unten mindestens würden 2 Punkte abziehen. Die Möglichkeit haben sie für den dann nicht sauber ausgeführten Handstand. Ja, sie beherrscht den 3,5 Seite rückwärts gehockt, so in dieser Technik, dass sie weiß, sie muss den unten übers Hohlkreuz ins Wasser ziehen, anders wird er einfach noch nicht fertig. Ja, und ziehen, ja, da muss man nur bei aufpassen, dass man sich dann nicht so ein bisschen, nicht so locker ist, dass das nicht weh tut im Kreuz. Aber sie hat diese Aufgabe gut gemeistert. Und damit ist die gute Rosalind auch momentan in Führung vor Victoria Lamp und von mir Maria Curio. Das sieht so schlecht nicht aus für die Maria. Kim Jin Ok. 3,5 Delfinsalto gehockt. Da hat es natürlich schon in sich. Das war nicht ihr. Bestimmt nicht ihr guter Ansatz, so ein bisschen in der Auftaktbewegung locker geworden im Mittelkörper, dann fällt man das natürlich so ein kleines bisschen nach hinten und der und Delfin geht ja in Drehrichtung Richtung Turm und wenn man schon ein bisschen zu weit angefallen ist, wird es schon schwierig, da den Sprung sauber gerade aufs Wasser zu stellen. Dennoch hat sie jetzt auch schon über 12 Punkte mehr als noch im Vorkampf nach den beiden Durchgängen, also auch hier sieht man deutlich, dass sich die Bewertungen bessern, weil die Leistungen entsprechend sind. Alejandra Orozco aus Mexiko. Zweite bei den Olympischen Spielen mit Paola Espinosa. Obwohl sie ja auch schon 26 Jahre ist, sagt sie immer wieder, sie schaut da schon auf zu Espinosa, die ein großes Vorbild ist. Handstand Doppelsalto rückwärts, 1,5 Schrauben und eintauchen, hier noch ein bisschen hätte sie nachdrücken müssen. Aber man muss vielleicht auch mal sehen, vor 2 Jahren war Orozco ziemlich kläglich im Halbfinale rausgeflogen. Und jetzt springt sie weiter vorne mit. Das heißt, also die Verbesserung in den letzten 2 Jahren ist eklatant geworden bei ihr. Was sie noch toll verbessern muss, ist die Fußhaltung. Also da